Herr Vorsitzender Huber, Herr Präsident Voskuhle, verehrter, lieber Herr Kollege Turnherr, ich freue mich mit Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf begründen, warum wir den Spezialpreis, den Preis für Leitartikel und Essay, den Preis für ein Lebenswerk an Armin Turnherr verleihen. Als kürzlich in der österreichischen Tageszeitung Der Standard der Spitzenkoch Roland Trettl über den Niedergang der österreichischen Küche klagte, da fragte ihn der Interviewer neugierig, wie das denn wieder zu verändern sei, zu verbessern. Nur Tafelspitz und Kaiserschmarrn zu verkaufen, sagte der Interviewer, wird ja wohl nicht reichen. Der Spitzenkoch vom Restaurant Icarus in Salzburg widersprach da ganz kräftig. Doch, wenn der Tafelspitz nicht zerkocht ist und wenn der Kaiserschmarrn perfekt ist, dann reicht das wohl. Der Koch meinte, dass man sich bei den kulinarischen Dingen auf sein Erbe besinnen sollte. Für den Journalismus gilt das auch. Und Armin Turnherr ist keiner, der sich auf das Erbe erst besinnen muss, denn er trägt das Erbe in sich und man kann das lesen. Er zerkocht den Tafelspitz nicht und der Kaiserschmarrn ist bei ihm perfekt. Sein Journalismus ist von einer wunderbaren Kraft und einem Biss, wie man ihn im deutschsprachigen Journalismus nur selten findet. In den Texten des Armin Turnherr findet man die Weltweisheit von Franz Grillparzer und die Erzählkunst von Josef Roth. Und wenn er gegen die Verlotterung der deutschen Sprache anschreibt und den Phrasenjournalismus bekämpft, wenn er Sprachkritik betreibt mit Hilfe des Zitats und wenn er dann den Zitierten, sei der Zitierte ein Politiker, ein Journalist oder ein Verfassungsrichter, nach allen Regeln der Kunst zerlegt, dann ist er ein Karl Kraus, nur viel sympathischer und geselliger, als es dir war. Armin Turnherr ist ein wunderbarer Journalist, ein kluger Kopf, ein Humanist, ein Demokrat, ein Europäer. Wenn er über Europa schreibt, dann ist in einem Artikel von ihm mehr Inbrunst und mehr Wärme als in zwei Dutzend Reden von Herrn von Rompuy und Herrn Barroso. Würde, Würde, das ist ein Wort, das Armin Turnherr wichtig ist. Ob es um Flüchtlinge, ob es um alte und demente Menschen, um den Journalismus oder um Europa geht. Wollen wir Europäer sein, dann müssen wir zu unserer europäischen Würde finden, fordert er in seinem jüngsten Buch. Armin Turnherr kommt aus Wien und sucht seinesgleichen. Er ist Chefredakteur und Verleger, Kritiker und Aufklärer. Er ist ein wortmächtiger Streiter gegen Kleptokraten und Steuerbetrüger, gegen käufliche Politiker, gekaufte Medien und gegen die Herzlosigkeiten eines entgrenzten Marktes. Er ist ein geschworener Feind des Rechtsradikalismus, der Ausländerfeindlichkeit, des überall grassierenden Alltagsrassismus. Turnherr war der größte Gegner des Rechtspopulisten Jörg Haider und er ist der größte Gegner der Haideristen. Auf ihn geht die Wortbildung Faschismus zurück. Das ist ein Kofferwort aus Faschismus und Fesch. Das ist ein Wort, das eine geschleckt korrupte Politik in Österreich wunderbar beschreibt. Diesen Faschismus hat er sich vorgeknöpft wie kein anderer. Kennen Sie Grassers Urszene im Finanzministerium, fragte er neulich. Karl-Heinz Grasser, ein fescher junger Mann, Österreichs Finanzminister von 2000 bis 2007. Er stellte sich bei Amtsantritt der Beamtenschaft vor, und ich zitiere jetzt Armin Turnherr, eröffnete sich bei Amtsantritt im Finanzministerium der Beamtenschaft vor. Dann öffnete er eine Tür und herein kam sein Beraterstab. All jene Leute, deren Namen später tausende Seiten Polizeiprotokoll füllen und deren Erwähnung in der korruptologischen Öffentlichkeit Heiterkeit erregt. Auf diese Leute werde er sich künftig stützen,
beteuerte Grasser den verdutzten Beamten des Ministeriums. So etwas hatten die noch nie erlebt. Diese Unverschämtheit segelte im neoliberalen Rückenwind und dem Treibhausgefühl, man müsse nehmen, was man kriegen kann. Das römische Prokonsul-Gefühl. Hier ist meine Provinz, hier greife ich zu, hier werde ich reich. Soweit das Zitat des Preisgekrönten. So etwas bringt Armin Thonherr auf die Palme. Und von dort oben, von der Palme, pfeffert er dann seine Texte herunter. Armin Thonherr ist ein geschliffener Anprangerer, einer, der die Dreistigkeiten des Neoliberalismus und einer Politik, die den Staat als Selbstbedienungsladen begreift, immer wieder penibel aufgedeckt und plakatiert hat. Wenn Armin Thonherr für guten Journalismus wirbt, was er oft macht, dann ist er schon deswegen glaubwürdig, weil er diesen Journalismus selbst betreibt, selbst produziert und selbst verlegt. Er hat vor 36 Jahren das Magazin Falter gegründet. Das Magazin Falter ist in Wien ein Blatt, wie es in Deutschland der Spiegel ist oder wie es der Spiegel in seinen allerbesten Zeiten war. Kraftvoll, mutig, recherchestark und verlässlich gescheit. Armin Thonherr ist der kluge Verleger und Chefredakteur dieses Falter. Der Name Falter klingt bescheiden und das passt zu Thonherr. Er ist keiner der präpotenten journalistischen Phrasendrescher, keiner der aufgeblasenen Boulevardisten. Er gehört auch nicht zu denjenigen, die die technischen Segnungen der Digitalisierung für so überwältigend groß halten, dass Kritik daran nicht zugelassen werden darf. Er ist einer, der den Zorn der Netzgemeinde nicht scheut und daher schon einmal sagt, ich zitiere, die meisten Webmedien, wie wir sie kennen, sind stark parasitär. Sie verlassen sich doch darauf, dass die großen alten Medien für sie recherchieren und wenn sie einmal selber etwas recherchieren, kann das sehr neu sein, ist aber oft nicht überprüfbar, birgt die Gefahr der Fehlinformation mit sich. Thonherr geht also dem Ärger nicht aus dem Weg. Er ist einer der letzten echten Doppeladler des deutschsprachigen Journalismus. Also Redakteur und Verleger zugleich. Mit solchen Doppeladlern hat einst der kluge, aufgeklärte und aufklärende demokratische Journalismus begonnen. Damals, in den frühen Tagen der Demokratie in Mitteleuropa, in den Tagen des Hambacher Festes, als die Zeitungsleute, die sich gegen die fürstlichen und königlichen Autoritäten stellten, Chefredakteure und Verleger zugleich waren. Armin Thonherr steht in einer Reihe, die vor 180 Jahren mit Johann Jakob Siebenpfeifer und Johann Georg August Wirth begann. Da steht er und hält die Fackel der Aufklärung hoch. Wir sehen diese Fackel auch in Berlin leuchten. Meine ganz herzlichen Glückwünsche, unser aller herzliche Wünsche zu diesem Preis, verehrter, lieber Armin Thonherr. Auch Sie entkommen mir nicht, Herr Thonherr. Sie ganz besonders nicht. Doppeladler, da lag ich mit meinem Falken ja gar nicht so weit weg. Das Medium von Herrn Prantl, die Süddeutsche Zeitung, hat Sie mal bezeichnet als den Einsamen in Österreichs Mediengetümmel. Wie fühlt sich das für Sie an? Exklusiv oder ja, eben einsam? Na, so einsam bin ich ja nicht. Ich habe viele Kollegen, die mit mir arbeiten. Es gibt auch eine Veränderung in der journalistischen Kultur Österreichs. Es gibt schon
einige junge Initiativen, kleinere Zeitungen, die auch dem großen Trend sich entgegensetzen. Der große Trend bei uns ist die Konzentration, die Pulverisierung. Kennt man in Deutschland vielleicht weniger, kann man sich auch schwer vorstellen. Nun ja, aber wir haben jedenfalls keine großen Qualitätszeitungen, mit denen eine Regierung auf Augenhöhe auch nur einigermaßen kommuniziert. Wir haben kleine Qualitätszeitungen, die von der Regierung ignoriert werden. Seit, wenn ich richtig gerechnet habe, nunmehr 36 Jahren kritisieren, mahnen, warnen Sie im Falter. Glauben Sie denn, dass Sie damit was bewegt haben oder verhallen Ihre Rufe ungehört? Also wenn man es als Journalist auf Wirkung anlegt, glaube ich, sollte man sich einen anderen Beruf aussuchen. Als Mahner verstehe ich mich auch nicht unbedingt, aber ich denke, wenn man kontinuierlich und zäh seine Arbeit verrichtet, dann findet man vielleicht Nachahmer, vielleicht ist auch das eine Wirkung, Nachahmer und Mitstreiter und Leute, die sich der Kritik anschließen, das schon. Sie haben Herrn Voskuhle wahrscheinlich auch eben mit großen Ohren gelauscht, auch weil Sie schon seit Jahren anprangern, die enge Verflechtung von Politik und Medien in Österreich. Wie ist das? Ist in Österreich die Mediengewalt wirklich eine vierte Gewalt oder gibt es überhaupt nur eine, die Mediengewalt? Wie sehen Sie es? Also in Österreich kann man tatsächlich sagen, wird mit Hinsicht auf den Boulevard regiert und manchmal weiß man nicht genau, ob nicht der Boulevard die Regierung regiert. Es findet tatsächlich ein permanenter Verhandlungszustand statt. Es werden die drei großen Boulevardmedien kräftig alimentiert mit Regierungsinseraten in Millionenhöhe, mit Presseförderung, mit allerlei sonstigen Zuwendungen. Die Qualitätspresse kriegt demgegenüber sehr wenig. Also das sind schon, um das gefallene Wort zu gebrauchen, aus korruptologischer Perspektive interessante Zustände. Sie haben es eben mit Augenzwinkern schon angedeutet. Auch Sie blicken natürlich auch auf die deutsche Medienwelt. Wenn Sie ein bisschen vergleichen, wie ist es um Sie bestellt im Vergleich zu der österreichischen? Na, wir bewundern hier die großen Zeitungen, die Süddeutsche, die FAZ. Wir bewundern auch Teile der politischen Klasse, die imstande sind, auf Augenhöhe einen Diskurs in dieser Öffentlichkeit zu führen. Das alles gibt es bei uns eigentlich weniger und das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist auch solcher Art, dass man halt sehr gern bei politischen Diskussionen und sehr schnell mal zu ARD und ZDF umschaltet, obwohl dort Themen diskutiert werden, die uns vielleicht nicht so direkt betreffen. Also da gibt es auch einen unklaren öffentlichen Auftrag und in Wirklichkeit wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in eine Art Selbstprivatisierung hineingetrieben. Das ist auch ein ziemlich klägliches Schauspiel. Also da gibt es schon einiges, was in Deutschland besser läuft. Wenngleich wir natürlich auch uns über die Untiefen der deutschen Medienlandschaft im Klaren sind. Egal, über was Sie schreiben, Sie beenden Ihre Artikel mit dem Satz, im Übrigen bin ich der Meinung, der Media-Mail-Komplex muss zerschlagen werden. Angenommen, das passiert tatsächlich irgendwann mal, wie würde Ihr neuer Schlusssatz lauten? Im Übrigen bin ich der Meinung? Nein, also ich habe diesen Schlusssatz hier nur deswegen, der ist mir mal eingefallen an einem heißen Sommertag, weil der mittlerweile schon verstorbene Herausgeber der Kronenzeitung Hans Dichand, Österreichs mächtigster Mann, das Pseudonym Kato zu gebrauchen pflegte. Und als Kato hat er seine Kolumne geschrieben, aber er hat auf den stehenden Schlusssatz vergessen. Und da habe ich mir gedacht, den spendiere ich dir. Sehr schön. Und wir sind im Übrigen der Meinung, ein würdiger Preisträger. Armin Thurnherr, vielen Dank. Dankeschön.